Das ist Huyan. Das Orang-Utan-Baby aus dem Krefelder Zoo hatte keinen leichten Start ins Leben. Nach der Geburt des Kleinen ist seine Mutter schwer krank geworden. Und danach hatte sie kein Interesse mehr an ihm. Deshalb ist Tierpflegerin Eva Ravagni als Ersatzmama eingesprungen. Ja, das schaffst du. Du bist doch schon ein großer Junge. Ich meine, er ist jetzt seit knapp 4,5 Monaten, ein bisschen mehr als 4,5 Monaten bei mir. Und das ist natürlich schon so, dass man da sich freut, wenn er der nächste Entwicklungsschritt ist. Ich glaube, ich werde nie vergessen, warum mich das erste Mal angelacht hat. Oder man leidet mit ihm mit. Er hat jetzt gerade seinen dritten Milchzahn gekriegt. Da leidet man natürlich mit. Da ist er sehr quengelig und sehr quietschig und kann da schwierig mit umgehen. Das ist dann natürlich genauso wie beim Menschen. Huyan wiegt mittlerweile 5 Kilo. Wenn er ausgewachsen ist, wird er mal bis zu 120 Kilo auf die Waage bringen. Noch ist er auch von seinem Wesen her sehr pflegeleicht. Huyan ist an sich ein sehr ruhiger, verschmuster, hat aber durchaus auch den Schalk im Nacken. Er kann, wenn er im vertrauten Bereich mit Personen ist, kann er auch ganz schön aufdrehen, macht viel Schabernack, schmeißt jetzt ganz gerne irgendwelche Sachen mal durch die Gegend und so. Der ist also eigentlich immer lustig und gut drauf. Ja, und das sieht man auch. Täglich besucht der Kleine seine Artgenossen, um sich langsam an sie zu gewöhnen. Noch circa ein halbes Jahr bleibt er bei Ersatzmama Eva, dann kommt er in die Arme seiner Affenfamilie.